herzlich willkommen. Weiteres Video von Savage Scooters. Wir sind wie immer bei mir am Prüfstand und haben heute wieder ein paar Jungs zu Gast, die einfach gucken wollen, ob ihre Mopeten gut laufen oder nicht gut laufen. Der erste, der da ist, heute der Philipp. Dann müsste der Carsten noch kommen. Und noch einer. Den Namen habe ich jetzt aber vergessen. Ich weiß nicht mehr. Wenn man älter wird, vergisst man auch schon mal. So. Also, probieren wir heute aus. Ich weiß heute nicht, was kommt. Ich glaube, Malossi ist dabei, eine Fuffi ist da und wir werden mal herausfinden, was heute so geht. Ich wünsche euch in jedem Fall mal schön, schon einen schönen Tag und ein... Leck mich am Arsch, ich habe es komplett versaut. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, einen schönen Tag und wenn euch das Video im Anschluss gefallen hat, lasst einen Daumen da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und ein Abo, das würde mich total freuen. Und ja, ich würde sagen, Bimmela, bist du soweit? Los geht's. Wir fangen an, auf geht's. Deine Kupplung rutscht. Immer mit Lambda-Sonde. Furchtbar laggy, wirklich furchtbar laggy. Ja. Ich zeig dir das mal, was ich meine. Also leistungsmäßig will er so gar nicht. So 21 PS maximal, 27,9. Was mir halt ein bisschen Sorge macht, ist, dass der hier also quasi nach dem Leistungspeak sofort, immer wenn wir Video drehen, klingelt es an der Haustür.
immer kurz im Postboten angewiesen, wo das Paket hier zu legen hat. Moderne Technik sei Dank. So, zurück zu dir. Jo. Nein, was mir auffällt, ist, er zeigt sich überhaupt gar nicht willig. Also das zeigt sich auch in der PS-Leistung. Der müsste eigentlich deutlich williger hochdrehen und saut hier mit der Kurve richtig nach unten weg. Hier ist es dann so ein kleines bisschen besser, da haben wir ein bisschen Temperatur, aber du siehst, der Einbruch ist relativ stramm. Ich wünsche mir die Kurve so ein bisschen sanfter abfallend und ein bisschen weiter gerade rausgehen. Auch was das Drehmoment anbelangt, ne, bei 5,3 und 5,2 und die Leistung bei 6,5. Ich glaube, dass der in der Kombination Luft-Sprit-Gemisch überhaupt nicht gut eingestellt ist. Mhm. Wir gucken das uns jetzt mal an. Wir bauen mal um. Wir geben dem mal Luft, werden den mal mit einem ausgewogeneren Sprit-Luftgemisch versorgen und dann mal gucken, was er sagt. Also, ich bin mal gespannt. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Bis gleich. Gut. Ja. Pamela, du hast, hast Platz genommen, sehe ich gerade. Ja, ganz. Also, jetzt filmt sie mich so, weil sie schön bequem sitzt. Also, wir haben umgebaut. Und wir gucken jetzt mal, wie der Roller anspricht. Ihr müsstet eigentlich jetzt akustisch schon auf dem Video den Unterschied hören, wie der Roller anspricht. Also auf Gasbefehle anspricht, wie er bereitwilliger hochtouren will und so weiter. Wir haben die Düsen umgebaut. Der Vergaser war schon maximal vorbereitet. Wir haben Venturi drauf gemacht. Und jetzt müsst ihr einfach mal für euch vergleichen, wie der sich anhört vom Sound her und vom Hochdrehen. Ja? Also. Oh, my God.
erste Wurfbedüsung hat schon mal mehr gebracht, aber der braucht noch mehr Sprit. Also ich glaube, dass er noch mehr Sprit braucht. Jetzt werden wir düsenmäßig noch mal ein bisschen nachlegen. Ne? Also nächste Runde. Urteil aber es traue als auf das Ding jetzt im Moment. Ich gebe euch mal ein Feedback, pass auf. Wir haben jetzt in der Haubendüse nochmal nachgelegt. Jetzt sind in der Haubendüse sind wir jetzt nochmal fetter gegangen.
So, wir sind jetzt im Bereich von 175. So, wir hatten einen AFR-Wert bei der ersten Abdüsung von 13,8, also eher ins Mager laufende. Da hatte er 22,3 PS. So, da waren wir einen Ticken zu mager. Jetzt haben wir die Hauptdüse nachgezogen. Also Hauptdüsenbereich fetter gemacht. Wir reden noch nicht über den Nebendüsenbereich, über den mittleren Drehzahlbereich, noch nichts. Das heißt, ich stelle dem Vergaser grundsätzlich über die Hauptdüse mehr Sprit zur Verfügung. Jetzt haben wir 22 PS, also 0,3 PS weniger. Was jetzt Popometer nichts aussagt. Wir haben einen konstanten Lambda-Wert von 12,5. Das ist sowohl im Standgas als auch bei 150 im Vollgas haben wir den perfekten AFR-Wert. Das Einzige, was jetzt auffiel, wenn wir in die Überschneidung gingen, also von Nebendüse zur Hauptdüse, da waren wir noch ein Ticken zu mager. Da ging er ganz kurz auf 13,8, 13,5 und pegelte sich sofort wieder runter. Das heißt, ich werde jetzt deine Nebendüse noch eine Nummer größer machen. Dann brauchen wir auch im Grunde nicht mehr hier rumzupimmeln. Dann fährst du direkt auf die Straße. Wir machen Deckel drauf, Backe drauf und du fährst, kommst wieder. Und du bist den Roller ja vorher gefahren. Das heißt, das Beste, wir haben das hautnahe Erlebnis vom Philipp, vom Fahrer selber. Und dann sagst du uns, wie der Fahreindruck ist. Also vom Wert her sind wir jetzt perfekt. Wirklich perfekt. Und wir haben alle Düsen geändert. Wir haben alles angefasst. Und jetzt bauen wir zusammen und dann auf die Straße. Nebendüse noch eine Nummer größer und dann gehst du auf die Straße. Also bis gleich. So, jetzt wollte ich eben noch mal kurz nachreichen. Die Jungs laden schon ein. Das ist die Kurve von Philipp. Mit Schwarz ist er gekommen, mit Rot ist er gegangen. Das war eine gute Kurve. Also der lief, der Roller. Der lief auch, sagen wir mal, problemlos. Einer läuft wieder. Müssen kurz warten. Also, Probefahrt. Der Roller lief. Also das war nicht das Problem, dass der Roller nicht lief oder scheiße lief. Aber er lief halt nicht richtig gut und optimal. So, wir haben das Drehmoment erhöht, wir haben die Leistung erhöht. Ist alles wunderbar. So, versuchen wir es nochmal. Der lief, wie gesagt, okay, aber nicht optimal. So, jetzt haben wir ihn eingestellt. Wir haben fast 2 PS rausgekriegt und wir haben 1,6 Newtonmeter mehr. Spritziger am Gas, sauberer im Leerlauf, sehr harmonisch. Hat der Philipp gerade alles gesagt. Also ich denke, das ist eine gute, runde Sache gewesen. So, also bis gleich. Jetzt hören wir uns mal das Feedback von Philipp an. Komm mit. Ja, Philipp. Ja. Und? Hört sich schön, ja? Hört sich harmonisch. Besser, schlechter als vorher. Hast du irgendwie einen Vergleich? Ja, absolut. Deutlich, deutlich spritziger, deutlich harmonischer, weniger zäh, weniger träg. Schön. Das Zähe war halt so. Das hast du auf dem Prüfstand schon gemerkt und die müsste jetzt eigentlich viel, viel spaßiger hochgehen. Ja, ja, absolut. Ja? Absolut. Meine ich ja mit harmonischer, ja. Sportlicher. Bist du mal aus niedertouriger Drehzahl im dritten, vierten Gang mal hochgezogen? Schiebt schön, ja. Ohne Rotzen, ohne Spotzen, ohne alles. Genau. Und im Drehzahl hast du auch mal richtig Attacke gemacht. Ne? Hast du mal richtig was sagt der Tacho? Was jetzt hier mit dem Wind geht. Ja, was hat der Tacho gesagt? Ist jetzt nicht der Hammer. Also von der Übersetzung her passt das dann ganz gut zusammen. Was hat der Tacho gesprochen? 100. 100. Gut, okay. Ja, das ist, ich fahre, die Geschwindigkeit ist mir egal. Ja, ja. Ich fahre mit den Jungs nach Elba, wir fahren Gott weiß wohin. Ja. Ja. Und die muss laufen. Ich muss mehr mitschleppen als die anderen. Ja, und also du fährst quasi immer als mit Beifahrer. Deshalb brauche ich, ja genau. Ich kenne das. Ich habe immer das. Die kleinen Kinder dabei. Ja. Ja. Und deshalb brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Pferdchen als die anderen, die gemütlich dahin rollen. Ja. Wir haben jetzt bei dir 2,5 PS geholt. Ja. Und schön. Fast 2,8 oder 3 Newtonmeter. Ne? Ein schöneres Fahrverhalten. Das ist eigentlich das, was viel wichtiger ist. Genau. Ja, die, was du sagst, Spritzigkeit, ich meine, das ist jetzt nicht kein Vergleich mit einem Veso, ist nein, klar. Nein. Aber das Konzept, das Band ist schön harmonisch, also es läuft gut. Gut. Gefällt mir. Okay, gut. Das heißt, du bist happy? Ich bin happy. Du baust die Nadel um und du hast deine Karre zum Absaufen gekriegt. Alles klar. Hättest du mal reingelegt. Dann Transportschaden. So geht ja schon los. Also, okay, dann geht's jetzt gleich weiter bei euch. So. Gut. Na los. Alter. Ja, das ist bei dir mit dem Vorderreifen. Nee, einfach vor. Einfach knallhart vorrollen. Das ist schon.
Bin gespannt, was er sagt. So. Also, ich denke, dass im vorigen Bereich total daneben liegt noch, gekühlt. Hast du Düsen mit? Ja, aber ich will nur mal wissen, was du schiebst, das ist alles. Mach mal Zünder an. So, wir müssen dazu sagen, das ist der Carsten. Der Carsten war schon mal da, Carsten wohnt hier in der Nähe. Wir hatten den Roller abgedöst auf einem Dell Auto Vergaser. Und ich habe ihm im Vorfeld gesagt, ey, Dell Auto Vergaser, lass weg die Scheiße. Das ist eine Diva beim Abstimmen. Viele glauben ja, dass das so ein Brot und Butter und so ein Schweinevergaser ist, der immer läuft. Ja, der läuft auch immer, der läuft halt auch immer schlecht. Das habe ich ihm gesagt und was hat sich bewahrheitet? Wir hatten ihn hier abgestimmt. Vom Gefühl hätte ich gesagt, okay, können wir so lassen. Er ist 40, 45 Kilometer nach Hause gefahren. Alles lief super, ne? Hast geknüppelt wie die Sau. Ja. Nächsten Morgen gefahren, geklemmt. So. Also, Katastrophe. Der Vergaser redet einfach nicht mit mir. Jetzt haben wir was drauf. 30er Dello. Vorher war's, was war es vorher? 24er. Nee, da. Achso, also 24er Dello und jetzt ein 30er Dello. Jetzt ein 30er Dello drauf. Vier Klappenmembranen umgebaut auf zwei Klappenmembranen. Steuerzeiten angehoben für den Taipan. Also ich habe jetzt 127, 188 okay. Steuerzeit mit 1,1 mm Quetschkante. Und da glaubst du, im 30er glaubst du jetzt? Er dreht auf jeden Fall schon mal freier als der 24er, weil der 24er war bei 8000 mal Schluss. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, mal sehen, was er drückt. Und ich glaube, dein Problem war, dass der Sprit nicht schnell genug in die Kammer kam und dass du dadurch latent abgemagert bist über einen längeren Zeitraum. Dass er sich gerne gespritzt geholt hätte, aber das Verhältnis von Nachlaufen zu Absaugen, das hat nicht funktioniert. Das ist bei den ein oder anderen Vergasern ein Problem. Jetzt gucken wir mal, wie der performt. Wir stellen heute. Hast du Düsen mit? Ja, ich habe Düsen mit, aber brauche nichts einstellen. Okay, also wir machen jetzt. Eigentlich nur einfach mal. Einfach. Kurve wird auch Vorre so richtig bescheiden aussehen, sagt der. Gucken wir uns das an. Gut. Auch hier zu der Lambda-Messung hast du hier vorne drauf direkt. Okay. Ja. Okay.
Auto bei allen Nachbarn entschuldigen. Bitte? Bei allen Nachbarn entschuldigen. Entschuldigung! Nee. Aber das ist genau das, was ich auf der Straße gespürt habe. Vorisoleistung, gar nichts. Nee, pass auf. Wir haben zwei Probleme. Ja. Wir haben zwei Probleme. Erstens, die Nebendüse ist zu fett. Mhm. Wenn ich mich ans Lambda orientiere, die Nadel ist, nein, Entschuldigung, die Nebendüse war zu mager. Die Nadel ist viel zu fett. Entweder ist die Position vom Clip scheiße, das würde ich aber nicht sagen, weil wenn du den Clip anders positionierst, hast du nur Nuancen. Mhm. Dass du sagst, ah, greift ein bisschen besser, beißt ein bisschen besser. Die Nadel ist komplett falsch. Der ist viel zu fett und zwar über einen ganz langen Zeitraum. Genau. Dann fängt er an, dann kommt die Überschneidung zwischen Nadel und Hauptdüse und wenn dann nur noch die Hauptdüse beißt, dann ist die Hauptdüse fast perfekt. Mhm. So. Also, du musst an die Nebendüse ran und du musst an die Nadel ran. Also Nebendüse fetter und Nadel komplett ändern, eventuell, wenn es mit der Nadel nicht passt, muss ich auch nochmal anpassen. Du musst halt gucken, weil die Nadel ist ja nur 0 bis 1 Viertel Grad, Entschuldigung, die Nebendüse ist nur 0 bis 1 Viertel. Mhm. So, da ist so der wo du nur niedertourig ins Gas gehst, wo die Drehzahl sehr, sehr gering ist. Das sind deine Ansatzpunkte. Die Hauptdüse würde ich so lassen. Ich würde tatsächlich jetzt im Bereich der Nadel extrem an der Nadel arbeiten. Mhm. Das müssen wir auf dem Prüfstand machen. Da kommst du nochmal her, dann bringst du alles mit und oder du kannst jetzt mal eben umhängen, wenn du noch was hast. Ja, ja, habe ich alles bei. Dann hängst du mal um. Noch besser kann man das in dem anderen Diagramm sehen. Muss mal eben hier. So, hier. Da ist der fette Einbruch. Von den du kommst aus der Nebendüse, ja. Gehst in die Nadel, ja. Dann ackert der sich so, dann überfettet der massiv, dann schiebt er das Fette, der Reso saugt ja auch, dann schiebt er das Fette so einigermaßen raus und in diesem Bereich geht er dann in den Bereich, wo er damit gut arbeiten kann, weil der Auspuff immer mehr zieht und die Drehzahl steigt. So, dann auf der Hauptdüse siehst du, du hast ein schönes Plateau anstehen. Ne? Leistungsplateau, kein Abfall, wunderbar, hier bin ich aus dem Gas gegangen. Mhm. Das Drehmoment fällt schon ab. Ja. Also du hältst zwar die Leistung, aber das Drehmomentmäßig kommt bei der steigenden Raddrehzahl kommt da nicht weiter was. Die Nadel. Das allererste, was du jetzt machst, du hebst die Nadel um. Ja? Okay, mache ich. So, jetzt haben wir noch mal ganz kurz Carstens PK drauf. Ich hatte mich zwar gerade schon bei euch verabschiedet, aber wir haben Carstens PK noch mal drauf. Mal gucken, vielleicht mache ich auch da ein eigenes Video draus. Wir schauen mal. So. Du hast jetzt noch mal was geändert? Ich habe die Nadel von der X3-Nadel auf die X13 geändert, die von der Charakteristik komplett anders ist. Nebendüse ist gleich und Hauptdüse ist gleich. Das heißt, wir haben jetzt verändert. Nur die Nadel eingestellt. Genau, Mischfahr auch. Wird gleich interessant, weil wir hatten ja untenrum so ein ganz furchtbar überfettetes Rotzen. Wir gucken mal, wie er sich jetzt darstellt. Vergleich mal die Kurven, das wird interessant. Ja, bin mal gespannt. Viel Erfolg. Yeah.
Pamela, komm ran! Pamela ist wieder da! Oh Mann, ey. So, pass auf. Jetzt holen wir uns nochmal. Ich habe ja die eine Kurve, habe ich ja schon vorgeladen. Damit haben wir ja angefangen. Ja. Jetzt holen wir uns mal die aktuelle Kurve. Mhm. Wir können noch fetter. Mit was? Mit der Nadel. Hast du was Fetteres mit? Nee. Ich kann die höchstens eins runtersetzen. Also noch magerer setzen. Oder das Mischrollenden von... Ja, wir sind aber vom AFR-Wert her, laut der Anzeige, hast du gesehen, ne? Ja, habe ich gesehen. Sind wir bei 14, was nicht gut ist. Nee, obenrum, wenn ich in den Hauptdüsenbereich gehe, dann kommen wir im AFR-Wert auf einen tollen Wert, 12,8, ja, 13. Ja. Das passt. Aber laut und vom Fahrgefühl her... Was ist, wenn wir das Mischrohr eine Nummer kleiner nehmen? Ich habe jetzt einen 266er drin, ich mache einen 264er rein, also minimal kleiner, schmaler. Macht das was aus? Bisher. Wir müssen fetter werden. Fetter oder magerer? Wir sind jetzt magerer geworden. Ich bin von einer Ach so, Nadel, ja, von einer Nadel, die unten viel spitzer ist und auch länger ist vom Konus her, sind wir jetzt mit der Nadelspitze dicker geworden mit einem kürzeren Konus. Also ich habe es abgemagert. Das sieht man. Ne? Also er ist jetzt... Ja. Ich habe es abgemagert. Ne, du siehst auch hier, ne? Ja. Hier sind wir besser, aber hier fallen wir ein. Dann werde ich noch Nadeln besorgen und dann komme ich mal wieder. Ja, das wird auf jeden Fall eine Fummelei. Das ist, Oder ich mache dann wirklich den 35er drauf. Ja, ja, es ist echt, also beim 35 Mikuni wüsste ich jetzt sofort, wo ich mit dir hingehe. Mhm. Aber da kannst du Mischrohr, du kannst die Nadelposition noch verändern, dann kannst du die Nebendüse, kannst du Hauptdüse. Und das Vieh fährt immer irgendwie. Ja, ja. Ja, aber so, dann hast du AFR-Wert jetzt, ne, ich habe am AFR-Wert, wenn ich die Kurven jetzt vergleichen müsste, der AFR-Wert ist ein guter Indiz. Ja, so, hier sind wir eingebrochen. Sind wir zu mager. Da sind wir zu mager, da sind wir wieder gut. So. Also ja. Schwierig. Kannst du, die Nadel, die du vorher drin hast, die war zu fett, ne? Viel zu fett. Mhm. Häng mal da den Clip um. An die vorherige Nadel? Nee, die. Mach die Nadel mal fetter, häng den Clip mal um. Ja, mache ich. Dass wir über den Clip, ich bin eigentlich kein Freund von groß mit den Clips, mit den Clip-Positionen zu arbeiten, aber lass uns mal den Clip umhängen und mal gucken, ob wir da nicht vielleicht noch ein bisschen, du kannst ihn ja jetzt mal über den Clip ganz fett machen. Kann ich machen, ich heb die komplett an. Ja, voll übertreiben. Mach ich. Ja, wir suchen jetzt mal krasse Gegensätze und gucken mal. Wir können ja testen, wir sehen ja, wo der Motor dann drauf hinausläuft. Okay, also bis gleich. Wir haben hier verloren, aber hier gewonnen. Jetzt gucken wir mal, wie wir was überklippen. So, also wir haben jetzt gerade noch mal zusammen gerätselt. Wir haben uns die Kurven noch mal angeguckt. Schaut mal eben. Wir haben hier im mittleren, durch das Verändern der Nadel, haben wir hier im Vorreso-Bereich gewonnen. Dann der Einstieg, der ist zu mager, Hieb fehlt ihm Leistung. Dann passt aber der Übergang zur Hauptdüse wieder und dann haben wir oben in der Hauptdüse ein bisschen mehr Leistung. Das ist jetzt so diese Hin- und Her-Popelei, dass wir da uns jetzt langsam rantasten an das richtige Ergebnis. Jetzt haben wir die Nadel extrem fett gesetzt. Ne? Wir haben den Clip so verändert, dass wir jetzt über einen extrem fetten Nadelstand sprechen. Das heißt, die Nadel sitzt im Grunde extrem, du hast den Clip ganz da unten gesetzt, die Nadel sitzt jetzt extrem hoch, das heißt viel Sprit kann durch. Jetzt gucken wir mal, wie das fetzt. Ja. So. Thank you.
jetzt super. Macht mich das nicht glücklich. Der AFR-Wert passt jetzt super. Ja. Also von der Seite auf hin. Stinkt, ey. Ja. Entschuldigung. Wir holen das mal. So, du siehst, jetzt haben wir hier richtig gewonnen. Wow. Ne? Also in dem Bereich haben wir richtig gewonnen. Hier unten, ich weiß nicht, das. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir müssten mal einen anderen Auspuff probieren. Weil ich glaube, dass wir hier echt eine Auspuffthematik haben. Jetzt läuft da oben rum, auch von der Hauptdüse her, der Übergang von der Nadel zur Hauptdüse, das ist alles gut. Also hier haben wir, in der Mitte haben wir jetzt mit diesem extrem überfetten, ja, von 17. Und gut draufgelegt. Ja. Also das ist jetzt gerade der EGIC Taipan mit, ja, seinen Steuerzeiten, also die Erich mir auch empfohlen hat. Ja. Es sind aber auch dieselben, die ich mit dem EGIC Banane, mit der Super Banane fahren kann. Die Sport, die habe ich noch auf der Werkbank liegen. Die hat eine etwas andere Charakteristik. Da werde ich mal gucken, dass ich den mal anteste. Wir brauchen andere Nadeln. Ja, werde ich mal sagen. Weil untenrum passiert überhaupt nichts. Das ist voll die leere Hupe. Ja, ja, ich weiß. Oder einen anderen Auspuff. Ja, ich probiere, ich besorge beides. Also Auspuff habe ich. Wenn ich so drauf sitze und wenn ich so fahre, dann habe ich so vom Gefühl her, muss ich sagen, untenrum wirklich tote Hupe. Aber genau, wenn er dann so in den Bereich kommt, wo er sich dann anfängt wohlzufühlen, also wenn er hier so bei 6000 Umdrehungen drüber ist, ne, wenn er so hier reingeht, dann macht das bestimmt auch Spaß. Aber nee, kann man da keine Box drauf fahren? Es gibt keine vernünftigen Boxen. Also die BGM-Box, die es gibt, das ist mit eins der besten, die jetzt aktuell auf dem Markt sind. Vom Scooter Center, aber die kann ich auf den Steuerzeiten mit dem Zylinder nicht fahren. Die müsste mit einem Polini 133 oder so. Gut, ich werde es probieren. Ich werde die EGIC Super Banane drauf packen und werde mir noch ein Bananen besorgen. Wenn wir gar nicht zum Punkt kommen, dann muss es Kuni werden, ne? Oder ein anderer Roller. Nee, der Roller ist schon geil, aber ich, das ist genau das Thema mit diesem Vergaser. So, wo fängt es jetzt an? Jetzt haben wir die Nadel komplett
überfettet mit dem Nadelclip. Ja, ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit noch mit dem Mischrohr zu arbeiten. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit der Nebendüse und der Hauptdüse und dann noch dazu und dies und das. So, und dann, jetzt haben wir so extrem gearbeitet und vom Fahrgefühl, vom subjektiven Fahrgefühl sage ich, ja, der fühlt sich eigentlich nicht großartig anders an als vorher. Ja, ja. Kann aber nicht sein, weil wir die Nadel, wir haben eine völlig andere Nadel genommen und dafür passiert mir zu wenig. Ja, ist okay. Es passiert mir einfach an diesem ganzen Setup zu wenig. Mhm. Wir haben so eklatant jetzt in das Bedüsungskonzept eingegriffen. Und es passiert, wenn ich das beim SI-Vergaser mache, da sagt der SI-Vergaser, Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Geh mal nach Hause. Mit den Düsen geht hier gar nichts. So. Und ja, jetzt mag der eine oder andere wahrscheinlich da draußen denken, der ist auch vielleicht zu blöd, einen 30er Dello einzustellen. Vielleicht bin ich das tatsächlich. Aber der 30er Dello ist genau das Problem oder der überhaupt die Dello-Vergaser. Die Varianz, die du da hast und diese Undurchschaubarkeit der Antworten, ne? Wenn ich auf dem Prüfstand sitze und spüre das Moped, spüre, wie er hochdreht, spüre das Verhalten, wie er antritt, ob er sich schwer tut, ob er reinbeißt, ob er zu mager ist, das spüre ich alles. Mhm. Aber das Vergaserbild, ne? So, guck mal, im Grunde, wenn man es jetzt ein bisschen übertreibt, kann man sagen, das sieht alles fast gleich aus. Ja, so. Obwohl wir viel verändert haben. Obwohl wir viel verändert haben. Also von der Einstellerei. Ja. Genau, so. Okay. Und das ist mir zu wenig Response vom Vergaser. Ne, du steckst und machst und tust und irgendwie sagt der Motor die ganze Zeit, na, ich mach genauso weiter wie vorher. Das ist scheiße. Okay. So, also, besorgt der Nadeln, besorgt den anderen Auspuff, komm vorbei, wir stecken hier um und machen und tun. Also die Sau müssen wir doch ans Laufen kriegen. Das kriegen wir schon, wir zwei. Vor allen Dingen, weil auch Newtonmeter-mäßig, da ist... Tote Hose. Ja, 16 Newtonmeter ist... Für 152 Kubik? Nein, ne? Nee, ich auch so. Ich glaube, der Auspuff, ich glaube, wenn du einen völlig anderen Auspuff fährst, scheiß mal auf die Steuerzeiten jetzt. Hol dir mal einen Auspuff, der wirklich so bei der PX würde ich sagen, der Boxcharakter hat. Ich glaube, da können wir durchaus mehr mit. Pass auf, ich habe vom EGIG beide Bananen. Beide Supersport-Bananen. Die Touring-Banane, die wirklich sehr früh mit dem Drehmoment kommt. Die hatten wir ganz am Anfang, als ich mal hier war, mit den 24 Vergaser. Ja. Die hat ja ihr Peak über 8000 gehabt. Ich habe darauf die Supersportbanane, die Superbanane als Sportvariante noch bekommen für kleine Münze, die also mehr hinten raus arbeitet. Okay. Kann ich beides natürlich. Was hast du für Steuerzeit? 100? 127, 188. Das ist ein 25er VA. Dann nimm eine Box oder nimm einen Auspuff. Touring. Ja, ja. Ja, okay, mache ich. Ne, Moment mal. 127, 188. Mehr. Ja. Nee, das ist ein 30er VA. Ja, dann musste, ich habe jetzt, ich habe gedacht, es wären 50. Ja. Also, aber die 30er VA würde auch die Touring-Banane vertragen. Die Polini-Box zum Beispiel bei der PX, die Polini-Box kann auch mit einem 30er VA arbeiten. Mhm. Ja? Dabei ist es der eigentlich auch egal, wo du den 30er VA hast, ob du mit niedrigen Steuerzeiten arbeitest oder auch mit einem 125, 185. Das ist der Polini-Box egal. Da ist dann das Begrenzende, dass die bei 6.500 bis 7.000 Umdrehungen sagt, nee, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Aber in dieser Range kann die Polini-Box durchaus mit einem 30er VA arbeiten. Aber das ist halt Large Frame. Ich werde es probieren. Ja, komm wieder, wir probieren das und wir halten euch auf dem Laufenden zu diesem Thema. Ne? Okay. Gerne. Dann an dieser Stelle, schön, dass du da warst. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Ich weiß nicht, ob ich mich schon verabschiedet habe. Wenn nicht, mache ich es jetzt nochmal. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob es, Pamela, ich weiß ja nicht, ob es jetzt ein neues Video daraus geworden ist. Ne? Bleibt hässlich, wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Daumen hoch, Abo lassen. Ich freue mich. Bis dann, tschüss. Ciao.